Jetzt nochmal ganz offiziell, sehr geehrte Frau Simshäuser, sehr geehrter Herr Diekmann, liebe Freundinnen und Freunde der Literatur, liebe Preisträgerinnen, Ihnen allen einen guten Abend und Ihnen, Frau Heinemann, im Namen der Jury herzlichen Glückwunsch zum Literaturpreis Ruhr. Elke Heinemann ist eine sehr vielseitige Autorin, die in den verschiedensten Genres zu Hause ist. In ihren bisher 4 veröffentlichten Romanen sowie in zahlreichen Kolumnen, Essays, Hörspielen und Radiofeatures erweist sie sich als hochkarätige literarische Stimme abseits des Mainstreams. Aber auch Künstlerporträts in Form von Monografien oder als Hörstücke spielen in Elke Heinemanns Werk eine wichtige Rolle. So etwa von Meret Oppenheim, William Beckford, Ezra Pound, Helmut Heißenbüttel, Ernst Ludwig Kirchner und Nicolas Born, dem 2007 zusammen mit seiner Tochter Katharina Born posthum der Literaturpreis Ruhr verliehen wurde. Hinzu kommen zahlreiche Beiträge in Anthologien, Zeitschriften und Zeitungen, darunter die Kolumne E-Lektüren im Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, die logischerweise auch als E-Book erschienen sind. Für uns als Jury ist Elke Heinemann sozusagen der Idealfall einer Preisträgerin, als sie doch einerseits eine umfangreiche und formal wie thematisch weit gefasste Veröffentlichungsliste von sehr hoher Qualität und andererseits liegt ein aktueller, gerade 2018 veröffentlichter Roman vor, der allein schon unbedingt preiswürdig ist. Fehlversuche, so der Titel, ist ausdrücklich kein Kinderbuch, obwohl es von einer Kindheit erzählt. Es geht darin um die anfangs 6-jährige Elisa, die in den 1960er Jahren im Ruhrgebiet in der Hölle einer Kleinstfamilie aufwächst, in einem Hause des höheren Beamtentums, in einem unheimeligen Heim. Der Vater, auch Vaterdarsteller genannt, ist als höherer Beamter nämlich meistens unterwegs und abwesend. Das Kind bleibt mit der Mutter allein. Die Mutter, ein wütendes Gespenst, Mutterdarstellerin und Maria Callas Darstellerin in einer Person, ist alkoholabhängig. Sie hat ein Dauerrendezvous mit dem Herrn Jägermeister. Der ist ihr liebster Saufkumpan. Er ist ihr treu ergeben und kichert so nett. Zitat, er ist sehr betrunken. Nur gut, dass er keinen Führerschein hat. Den müsste man ihm abnehmen. Den Jagdschein hingegen darf er behalten. Aber die beiden Herren Marillenlikör und Eierlikör kann die Mutter auch gut leiden. Wenn der Vater mal heimkommt, ist die Mutter, Zitat, schon mit dem Jägermeister auf und davon. Wohlsein. Den Soundtrack zum allabendlichen Drama liefert der bis zum Sendeschluss heiß laufende Fernseher. Mal kommen Rudi Carrell und Inja Richter mit lustigen Gags zu Besuch, dann wieder schunkelt die Mutter mit dem Jägermeister zum Kölner Saalkarneval oder sie lallt im Duett mit Maria Callas die Carmen-Arie von der Liebe, die ein wilder Vogel ist, zwar auf Französisch, aber das stört die Mutter nicht weiter. Lallen kann die Mutter noch in dieser Nacht, sprechen kann sie kaum mehr, selbst in der eigenen Muttersprache trägt sie nur noch grammatikalisch Unvollständiges vor. Sprachfragmente, monologisch geäußert, exklamatorisch zum Teil, auch imperativ gerichtet an eine Person, die Elisa hier und jetzt nicht sehen kann, wie den Vati beispielsweise. Die Mutter spricht von einem Schein, einem Wein oder einem Schwein. Man kann sie nicht genau verstehen, zumal sie nun mit einem Schmerzensruf zu Boden geht, Glas zersplittert. Elisa tanzt stumm mit dem Jägermeister zur Habanera auf den Scherben. Eine kleine Seejungfrau, die ihre Stimme eingetauscht hat gegen eine Seele, die
die geliebt werden möchte, aber leider nicht geliebt wird. Zitat Ende. Elisas Wirklichkeiten sind ein böses Märchen aus der Gegenwart, in der die Rollen, die Glaubenssätze, die Gewissheiten und die Glücksversprechen ebenso festzementiert sind wie in den echten alten Märchen, deren Figuren ebenfalls durch Elisas Abgrund und den ihrer Mutter meandern. Elke Heinemann setzt Märchenmotive inklusive der darin überlieferten diversen Todesarten, Fragmente von Weihnachtsliedern, Poesiealbumsprüche, Opernarien, der Liebeswunsch und Kinderlieder wie Schlaf, Kindlein, Schlaf als treibende Motive in den Text. Eine beklemmende, verzweifelte oder bitterböse Ironie. Das Kinderganoven-Duo Max und Moritz wird bei einer Weihnachtsfeier vor den Augen des kindlichen Publikums in der Mühle zu Futter für echte Biogänse zerschreddert. Das ist nun mal das Schicksal der bösen Kinder, wie Bestseller-Autor Wilhelm Busch es diversen Generationen eingebläut hat. Und die 10 kleinen Negerlein mutieren zu 10 kleinen Jägermeistern, die ihre jägermeistertrinkende Anhängerschaft auf verschiedenste Weise den Garaus machen, bis wie im Kinderlied keiner mehr übrig bleibt. Ein Grundmotiv dieses Romans ist Identität. Elisa muss ein Wunderkind sein. Sie darf nicht sein, wie sie ist. Zitat: Die Eltern treiben dem Kind das wahre Kind aus, sobald es sich zu erkennen gibt. Die Eltern sind selten einer Meinung, aber eine gemeine Meinungsgemeinschaft, wenn es darum geht, dem Kind die eigene Art auszutragen. Das oberste Gebot der Eltern lautet: Sei nicht wie du bist, sei anders, sei besser. Kommt Ihnen das eventuell bekannt vor? Stichwort Selbstoptimierung. In dieser Kindheit ist es dem Kind unmöglich, ja verboten, ich zu sagen, geschweige denn zu denken. Und die vermeintlich natürliche erste Person Singular wird zu einer verzweifelten Lügenchiffre, geschrieben groß. Das Kind versucht zu überleben, indem es sich einen Zwilling namens Alise erfindet und die Eltern zu befriedigen, indem es sich als Kind präsentiert, das so ist, wie sie es haben wollen. Doch alle seine Versuche sind und bleiben Fehlversuche. Da haben wir den Titel. Eine nahezu unüberschaubare Folge von Fehlversuchen unternimmt dieses Kind, bis es, Zitat, ein Ich hat, das ich sagen und schreiben kann. Dann ist Elisa erwachsen und sitzt am Sterbebett der Mutter. Alles ist ruhig, alles ist gut. Nach einer Weile steht es auf, öffnet die Tür, tritt hinaus ins Licht, verwandelt sich, sagt dann leise: Ich. Das Buch ist zu Ende, es gibt eine Brücke, die über den Abgrund führt. Die Hölle ist vielleicht bestimmt gerade im Nachbarhaus anzutreffen. Und will man die Leitmotive dieses schmalen, großen Romans knapp zusammenfassen, genügt ein Blick auf die Umschlagrückseite, wo sie in Form von Hashtags aufgelistet sind. Fantasie, Ich-Erzählung, Identität, Kind, Märchen, Resilienz, die letzten 4 als Motiv. Resilienz, laut Wikipedia die psychische Widerstandskraft und die Fähigkeit, schwierige Lebenssituationen ohne anhaltende Beeinträchtigung zu überstehen, kommt nicht ohne Hilfsmittel aus. Das wichtigste aller Hilfsmittel ist die Sprache. Man muss Dinge aussprechen, schreiben, die nicht gesagt, geschrieben werden können oder dürfen. So formuliert es Elke Heinemann in ihrer literarischen Selbstauskunft, die übrigens morgen auf fixpoetry.com erscheint, oder heute Nacht, wie sie vorhin gesagt hat. Und das gilt für alle ihre Romane, in denen sie auf verschiedene Weisen die Wirklichkeit kritisch-ironisch analysiert.
Die Wirklichkeit oder das, was Menschen sich als ihre eigene Wirklichkeit, als eigene Identität konstruieren. So erforscht sie auch das Verhältnis von Wirklichkeit und Fiktion.